Zuletzt bei Life is Strange Before the Storm. Nachdem Rachel die echte Geschichte über ihre wahre leibliche Mutter von ihrem Vater erfuhr, war sie am Boden zerstört. Der Name ihrer leiblichen Mutter ist Sarah und aufgrund ihrer Drogensucht hat sich James von ihr getrennt und ein neues Leben mit Rose begonnen. Gemeinsam mit Chloe verbrachte sie eine Nacht in ihrem Zimmer und sie redeten über ihre intimsten Geheimnisse. Rachel kann sich sehr glücklich schätzen, in diesem Moment Chloe an ihrer Seite zu haben. Nun versuchen die beiden irgendwie Sarah ausfindig zu machen. Hi Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange Before the Storm. Wir sind aktuell bei Rachel im Zimmer und haben ihr durch ihre Krise geholfen, als sie die Wahrheit über ihre Eltern erfahren hat. Und wir scheinen wieder zu träumen. Diesmal aber auf einer Theaterbühne. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Kann ich? Ja, wollte gerade sagen, wieder in meine Unterlagen gucken. Blackwell-Spieler präsentieren in Zusammenarbeit mit der Prescott-Stiftung immer weiter mit dem Truck. Yo! Das ist so krank, was in diesen Traumsequenzen immer in unseren Heftchen steht. Ein Originaltheaterstück in den Hauptrollen Chloe Price, William Price, LKW-Fahrer. Inspizientin Stephanie, Produzent Travis. Besetzung und Biografien in Erinnerung an Bongo die Katze. Erklärung der Künstlerin Maxine Caulfield. Leitbild der Prescott-Stiftung Blackwell Sommertheater-Widmungen. Yo, what the hell? Was für ein kranker Scheiß ist das denn jetzt schon wieder? Ganz ehrlich. Okay. Und wir haben hier diese Nachrichten, die so krank sind. Dad hat uns geschrieben. Chloe, hast du den Rest meines Skripts gesehen? Ich schwöre, für eine Minute hatte ich es noch. Scheiße. Oh boy. Rachel hat uns geschrieben. Chloe, ich muss dir etwas sagen. Ich bin seit Millionen von Jahren tot. What? Und Mom? Chloe, ich bin gerade so high. Warum hast du mir nicht gesagt, dass Drogen so toll sind? Chloe, kannst du mir etwas Geld leihen? Ich brauche dringend noch einen Joint. Bitte. Alter. Das ist so kranker Shit. Wirklich. Holy moly. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? What the hell? What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor.
I just want to be myself. Diese eingespielten Geräusche immer. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Dad! Boah! Du weißt genau, was passiert, und trotzdem hittet es dich immer wieder. Ohne Spaß. Oh, wir haben uns nach Hause gesneakt. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me, and he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. Junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... Well, I guess. Keine Zeit für Quacksalbereien hat Frank. What am I getting myself into? Okay. Okay. I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Aber erstmal gucken wir, was hier abgeht. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Ich dachte, das Merkwürdigste an den Ambers sei... Ach nee, das hatten wir schon. Moment, hier. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es irgendwie unglaublich, dass irgendwer irgendwem mit irgendwas vertraut. Zum Beispiel die Sterne. Wir lernen so viel über sie in der Schule, doch niemand erzählt uns den wichtigsten Fakt über sie. Einige davon sind tot. Und doch vertraut Rachel mir mit der wichtigsten Sache ihrer Welt, ihre richtige Mutter zu finden. Sie bat mich nicht sofort darum. Anfangs wollte sie nicht mehr reden. Es war wie auf dem Schrottplatz vor ein paar Tagen. Aber diesmal drehte ich nicht durch. Ich ließ ihr Freiraum. Hier ist etwas, das du nie gelernt hast, Max. Wenn jemand an dem, der etwas liegt, leidet, tust du alles in deiner Macht Stehende, um für sie da zu sein. Auch wenn das heißt, die Sterne in ihrem Zimmer strahlen zu lassen. Damit schaffte ich es, dass Rachel sich öffnete und mich bat, ihre Mutter zu finden. Ich glaube, mein Selbstbewusstsein überraschte sie. Aber wenn Rachel will, dass ich ihre Mutter finde, tue ich das. Chloe, die Beschwörerin der Sterne. Okay. So, hier. Wir haben ihr geschrieben. Wir haben ihr richtig viel geschrieben. Moment. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal. Ich bin eine gute Küsserin? Na klar, wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, ich bin noch zu Hause, duschen und Werkzeug für den Truck einsammeln.
Also, treffen wir uns am Schrottplatz? Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. Wie die sich immer mit Vor- und Nachname ansprechen. Sonst kann ich mich in meinem Zimmer aktuell nicht groß umgucken. Aber ich kann meinen Wecker anmachen. Yeah! Hardrock, Freunde! Party! Okay, Spaß. Warte mal, Sarah Gerhardt. Ein Ergebnis. Winchester High School verleiht Sarah Gerhardt oder Gerhardt den Fischerpreis. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fischerpreis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fischer benannt wurde, an den Schüler, der sich... Das war's schon. Nochmal suchen? Nee, nicht unbedingt. Betreff. Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Say what? Nice to see my work is appreciated. Nur falls ihr noch mehr Beweise brauchtet, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Deshalb brauchen Mädchen also immer ewig auf dem Klo. Respekt. Niemand hat dich gefragt, Trevor. Burn. Wow, Chloe, das war stilvoll. Yeah. Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Akademie zu neuem Leben. Die einzigartige, mutige Regie von Travis Keaton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne, so wie Prospera die unbekannten Mächte beherrschte. Nathan Prescott als Caliban verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöse und zitternde Interpretation des versklavten Monsters durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen eine tiefere Nuance, die von den Teenagern und den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Was ist das für eine Seite? Warum wird hier Nathan so in den Arsch gekrochen? Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Miss Ambers Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Miss Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit in einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen als Mrs. Price authentische Verwunderung. 5 Sterne. Tschüss! Was ist das? Kündige deinen Job nicht. Ein Interview mit Skip Matthews, dem Sänger von Pisshead. Yo, Skip, das ist der hier unser Wachmann. Arcadia Bay. Was steht nach der plötzlichen Beliebtheit eures Songs Nothing Wrong als nächstes für Pisshead an? Skip? Im Moment lassen wir es noch ruhig angehen. Ab online? Ach, Arcadia Bay online. Sollten wir also nicht den Atem anhalten, bis ein Pisshead-Album am Horizont erscheint? Skip? Eines Tages. Im Moment arbeite ich noch an meinem üblichen Job. Manchmal muss man tun, was man tun muss, um den Traum am Leben zu erhalten. Auch wenn es so aussieht, als halte es einen zurück. Skip hat wohl echt Erfolg mit seiner Pisshead-Band. Fühle ich. Oh, das ist die Jacke von Dad. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Oh, wir können unsere Pflanze gießen. Bin gespannt, ob das irgendeine Auswirkung hat. Better than nothing. Ich glaube, in Life is Strange 1 hat das ja, glaube ich, auch eine Auswirkung, wie man mit seinen Pflanzen umgeht. Irgendwas war da. Okay, hier hat es keine Auswirkung. Sorry, Ward. I've got a real ride to fix up now. Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Holy shit, das ist irgendwie ziemlich deep. So, ich mach den Wecker wieder aus. Der geht mir auf den Sack. Das ist nicht meine Musik. Gehen wir, Guys. Is Mom playing music? Oh, Victoria hat mir geschrieben? Also hatte ich von Anfang an recht, Rage Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Yep. Ich habe diese Schule so satt. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles dreht sich um Rachel. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Denn jetzt bist du allein und bereust es, dass du so ein Miststück zu mir warst? Das ist nicht wahr. Wie kannst du es wagen? Oh boy. Naja, vielleicht haben wir auch einfach nur recht. Was sind eigentlich unsere nächsten Sachen, die wir anpinseln müssen? Ich brauche immer einen Überblick. Porträt der Überlebenden. Schmieriger Schleim. Tägliche Schwanzfotos. Alles klar, Digga. Das nächste war Bild der Überlebenden, glaube ich. Quittung. Sie hat den Ehering für $300 verkauft.
$300. Das ist krass. Das ist krass. Muttertagskarte. I remember this. Mom loved it. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Oh boy. Can I just give... Kann sie es nochmal ihrer Mutter zum Muttertag schenken? Shit. David really is moving in. Boah. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was in Chloe abgeht. Oh mein Gott, das sind noch viel mehr, kann das sein? Waren das mehr als beim letzten Mal? Ich glaube schon. Ey, was ist das für Musik, Mann? Da ist immer noch ein Buch. I wonder who gave this to Mom. Putting Your Foot Down. A Guide to Reining in Your Unruly Teen. Was? Eine Anleitung zur Zähmung des rebellischen Teenagers. Yo, what the hell? Vor allem, dass sie es einfach so offen rumliegen lassen. So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Ich finde das so krass, dass die einfach ihren alten Ehemann so einfach streichen will. Also, ich meine, es ist sehr schwer, sich vorzustellen, was mit einem abgeht, wenn der Mann stirbt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die... David's towel? Dass man einfach seinen alten Mann löscht, so. Who is mine? Okay. My towel's probably in here. Nee, kein Handtuch hier. No awesome pirate towel. Im Medizinschrank vielleicht? Ey, kann es sein, dass die Musik immer lauter wird? Gross. Was ist das? Was ist das? Styling-Pomade mit extra Stahl. Achso, einfach Haargel, vermute ich einfach mal. I truly hate ist das ein Rasierer von ihm? Shit around here. Lots of washcloths. No towel. Wo ist unser episches Piratenhandtuch? Da unten, oder? Squad. Yay! We got it! Und das ist auch die blaue Farbe. Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate. Oh boy, färben wir uns jetzt die Haare blau? Ready for the best shower of my life. Freunde, nicht simpen. Jetzt kommt wieder der Teil, wo Musik abgespielt wird und alle Werbeeinnahmen von meinem Kanal gestrichen werden für dieses Video. Also wirklich so 90% der Videos werden geclaimed. Just a little side fact. Ab und zu passiert es, dass die Videos nicht demonetarisiert werden, aber sehr selten. Machen wir uns jetzt die Haare blau? Yeah! Der Start der Verwandlung, würde ich sagen. Oh, kann ich jetzt das neue T-Shirt anziehen, was wir von Rachel gesnackt haben? Wir haben ja irgendeins von Rachel abgezogen. Schaut sie bei ihrer Mom oder bei David? What do I feel like wearing on this crazy ass day? Okay, wir können das finale Outfit tragen oder was? Dachte genau, das ist das, was wir von Rachel haben, das Shirt. Was sind die Bonus-Outfits?
Ach, das sind die der Illuminati, Punk Doe und der Hotdog. Nee, dann ziehen wir doch das an, was sie bei Rachel gesnackt haben. Weil das hat vielleicht nicht jeder. Yay! Doch, right. Das kann was. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox so should be in the garage downstairs. Es ist so krass, wie Kleidung einfach Menschen so anders wirken lässt. So Kleider machen Leute ist einfach so true. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Du kriegst das hin, Chloe. Wir sind an deiner Seite. I'm flipping them over. Not yet. I told you. 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viel Lust, die beiden beim Tanzen anzugucken, ne? Deswegen warte ich jetzt noch, ob es irgendwie Gespräche oder so gibt. Aber, nee, passt schon. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom. Chloe hat einfach so absolut gar keinen Bock. Chloe. I don't have time for this. Now, hold on a minute. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was, out of line. And I'm sorry. Respektiere ich. Okay. Apology accepted. Really? Yeah.
good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Wait, one second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were going to get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Safe. Nein, das ist... Wenn Menschen sich so öffnen und so ehrlich sind, dann... Sowas kann nicht einstudiert sein. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach offen und ehrlich. Und klar, wenn es nach mir geht, safe auf jeden Fall annehmen. Aber ich glaube auch, wenn es nach Chloe geht. So klar, sie ist super sauer und so weiter. Aber man sollte immer jemandem die Chance geben, Fehler gut zu machen, beziehungsweise jemandem die Chance geben, für einen da zu sein oder etwas richtig zu machen. Also deswegen nehme ich safe an. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right. Guter Move von beiden. Also von den Eltern. Chloe ist einfach null die Sentimentale. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. What's the matter, David? Don't want any more decorations inside your toolbox? Okay. Wir haben den neuen Style. Wir haben David, ich sag mal, wir sind einen Schritt auf David zugegangen. Und wir haben die Toolbox. Und jetzt gehen wir ein Auto reparieren, um uns mit Rachel zu treffen, weil Frank vorbeikommt, in der Hoffnung, dass wir Sarah treffen können. Es sieht doch alles recht zuversichtlich noch aus. Ich meine, wir wissen, was passiert, aber es sieht noch zuversichtlich aus.
Der Schrottplatz ist irgendwie ziemlich cool, finde ich. Yeah! Da sind wir und reparieren den Truck. A bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Oh, wird das jetzt eine Art, so eine Art Minispiel? Okay, ich bin gespannt, weil das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein bei Life is Strange. Und an dieser Stelle nochmal ein persönliches Dankeschön an Kevin aka Suye und Kamora für den großartigen Support per Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank, Mann.